werde nie wieder mit einer Billig-Airline fliegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dort am Horizont können Sie das Amboss-Tor sehen. Die schöne historische Stadt Anvegard. Ist doch herrlich, oder? Sogar Sam sagt, dass das der Arsch der Welt ist. Dabei kommt sie von hier. Also hält Mira deinen Vater gefangen. Und nun weiß sie, dass ich ihn holen werde. Bert, ist dieses Teil wirklich noch auf Kurs? Hör zu, ich habe es so programmiert, dass es Sams Route folgt. Willst du ein Malbuch oder so? Stifte? Guck, da glitzert was. Euch Kinder, sonst kehren wir auf der Super Stadt Sprüche um. Immer. Finde ich immer echt cool. Ja, wann werden wir in Funkreichweite vom Amboss-Tor sein? Wir haben mehr als die Hälfte des Weges geschafft. Vielleicht hat Hoffmann ja schon Kaffee gekocht. Ja, und Kuchen gebacken. Voll die creepy Maschine hier, muss ich mal sagen. Also. Jemand steckt hier mächtig was ein. Ich halte mir vom Hals, so gut ich kann. Kann mich jemand hören? Hey, hier ist LKW 54. Was ist denn da los? Wenn ich nicht mal Hilfe bekomme, kratze ich ab. Das glaube ich ja nicht. Bist du das, Dizzy? Sparkles Felix. Ich will verdammt sein. Wo bist du, Junge? Wir sind unterwegs, Dizzy. Siehst du den neuen Kahn da? Das sind wir. Du hast deinen Magenkahn gekapert? Verdammt, Marcus, du musst aber Eier in der Hose haben. Was für Eier, du Hurensohn. Wir schaffen denn die Wartezeit? Hey, anscheinend haben sie Munitionskisten an Bord. Denkt ihr, was ich denke? Nehmen wir sie ins Visier und schauen, was passiert. Perfekt. Und jetzt nochmal der da hinten. Erwischt! Geht doch. Ich dachte schon, ich treffe das Teil nicht. Da sind Menschen, ja! Bert, bring dieses Ding so weit runter, wie du kannst. Wir greifen ein. Nur für den Fall, dass es ohne uns Gassi gehen will. Hallo! Hier ist die Special-Truppe, was geht ab? Hast du es wieder ganz allein mit der Madenarmee aufgenommen, Dizzy? Der Kampf gegen Scorch hätte mir eine Lehre sein sollen, schätze ich. Nun, offenbar hast du viel dazu gelernt. So, vorstürmen. Ihr blöden Maden! Ein was? Ich nehme mal Muni mit. So. Was ist das? Oh. Kannst du mal bitte weggehen? Okay, die Luft ist rein. So ein Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch Jungs noch mal treffen würde. Na los, helft mir beim Tragen der Munition, bevor die verfluchten Maden hier auftauchen. Bevor die Maden mich überrascht haben, hatte ich ein Depot entdeckt. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Dizzy, wir sind auf der Suche nach Hoffmann. Als wir euch beide das letzte Mal gesehen haben, wart ihr unterwegs zum Amboss-Tor. Ja, er hat die Basis in einen Top-Zustand versetzt. Ich fahre auf diese Route hier und treibe Handel mit anderen Lagern, solange ich an den Maden vorbeikomme.
Er hat immer noch Prescotts Datendiskette, die ich niemals knacken konnte. Die brauchen wir nämlich dringend. Sicher hat er die noch. Und er flucht doch immer noch deswegen. Hey, ihr habt doch nicht etwa das Zauberwort gefunden. Lange Geschichte. Schnappen wir uns die Ausrüstung und gehen. Wir helfen ihm ausnahmsweise mal mit. Au je. So was ich gern. Das ist richtig gute Ausrüstung. Nehmt, was ihr tragen könnt, und dann zurück zum Kahn. Das ist ja eine nette Maschine, die nehme ich gleich mal mit. Stark. So, ich nehme mal das Einschussgerät mit. Das ist sicher extrem geil. Ich nehme das mal mit, ne? Ist da irgendwas Großes? Ja, da. Pow. Ich liebe es. Das sind nicht gut für einen gestrandeten Dizzy. Pow. Direkt erwischt, man. Das ist so geil. Ja, da haben wir noch unsere Sniper. Geh mal weg. So ein Idiot, den hätten wir auch wieder one-shottet. Oh, da ist noch einer. Au! Nicht mit mir. Ey, so ein geiles Teil. Okay, dann verschwinden wir, solange wir noch können. Zum Kahn. Nicht mit ohne mein Gerät. Okay, doch. Tschüss. Nachladen. Ich nehme mal die Pistole, die ist super. Na los, Bert, du fährst. Man kann nicht selbst fahren, man genießt die schöne Aussicht und hofft, dass das Navi funktioniert. Das ist mir ganz egal. Mir genügt das. Und es geht weiter mit unserer schönen Fahrt. Ich gehe ja schon. Ach, er ist schon an einem. Ah, er auch. Keine mehr für mich da, oder was? Was ist das? Es ist kaputt. Au! Gasbeutel auf der rechten Seite! Wie meine Steuerbord! Klasse! Die ganze Wabenluftwaffe scheint uns zu jagen! An die Geschütze schalten wir sie auf! Hallöle! Da kommen so viele von diesen Zeppelin, ne? Er ist zu weit weg, leider. Aus der Bahn, genau, so macht man das hier. Das ist so ruhig. Da unten ist eine Menge Feuerkraft.
Sind wir schon in Funkreichweite? Wir sollten Hoffmann besser vor den Maden warnen. Markus Phoenix am Ambustor. Over. Verdammt, ich höre nur ein Rauschen. Dummer Junge. Okay, damit ist mein Tag gelaufen. Du reist zurück. Hallo. Ich kann sie auch nicht erfassen. Ich hab sie erwischt. Komm raus. So eine Spast. Vielleicht schaffen wir es noch. Aua, es brennt alles. Wow. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Ding abzubremsen? Oh, es wird abbremsen, wenn wir aufschlagen. Noch in einem Stück? Oh, ich sag Bescheid, sobald ich's weiß. Nicht schießen! Phoenix? Was zum Henker machst du hier? Eine Kolonne Maden ist auf dem Weg hierher, Colonel. Nichts wie weg. Ich erklär's dann. Okay, aufsetzen. Warne die Basis über Funk, dass ein Madenangriff bevorsteht. Phoenix. Schätze, du hast den Weg nicht auf dich genommen, um nach meiner Gesundheit zu fragen. Nein, wir haben was für euch. Den Schlüssel zu Prescotts Datendisk. Du musst das ja wirklich für dringend halten. Ich hatte das verdammte Ding schon fast abgeschrieben. Stimmt. Sie enthält Informationen darüber, wo Prescott meinen Vater festhält. Azura, sagt dir das was? Was meinst du mit deinen Vater festhalten? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Er ist doch nicht getötet worden. Prescott hat ihn entführen lassen. Gütiger Herr im Himmel, und all das ist auf der Disk? Ach, wo hast du den Schlüssel her? Prescott hat ihn mir heute gegeben. Kurz bevor er starb. Tja, Phoenix. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich sagen soll. Und das passiert mir sonst nie. Kontakt! Maden am Haupttor! Alle Mann in Position! Ich erzähl's dir, sobald wir mit unseren Besuchern fertig sind. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Jetzt sind wir endlich in Akt 3 gelandet. Also ja, ne? Akt 2 haben wir jetzt durch und wir sehen uns dann wieder. Tschüss!